It out. 8. Stretch and left. Stretch. Now pull over to the right side. 1, 2, 3, 4. Now left. 2, 3, 4. And right. 2, 3, 4. And left. Stretch it out. 3, 4. Now open your arms to the sides. 2, 3, 4. Now lean over. 2, 3, 4. Now bounce. 2, 3, 4. Flat back, straight legs. 7, 8. Now grab your ankles and calves. Pull down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now bend your knees, reach way out. 3, and swing around. And swing through. 3. Es ist gleich 9:45. Oh. Relax, 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 relax. 9:45? 9:45. 9:45. Oh, das ist aber spät. 9:45? Ja. Oh, meinst du, Darling, dass noch genug viel Zeit bleibt für eine Frühstück? Wenn du dich beeilst, ja. Bertha! Frühstück für Aerobic Training ist streng verboten. Sie haben gerufen. Ja, bringen Sie Miss Janet Ihr Frühstück, bitte. Was soll's denn sein? Oh, eine große Glas Joghurt. Ein Joghurt. Und, eine Gurke, bitte. Eine Gurke. Joghurt mit Gurke. Na, meinetwegen. Ich bin ja nicht dazu da, um die Welt zu verbessern. Nein, Sie sind dazu da, um Frühstück zu bringen, ja. Ein großes Glas Joghurt. Ja, ganz voll. Das Zeug wird Sie noch krank machen. Im Gegenteil, es hält mich fit. Woo! Oh, ja, und wie? Fit, Joghurt mit Gurke. Bertha, Miss Janet wünscht dir Frühstück. Sie brauchen es ja nicht zu essen. Das fehlte noch. Bertha, die Dame hat es eilig. Ich gehe ja schon. Aber eines ist sicher, für ein anständiges Mädchen ist das kein Leben in diesem Haus. Joghurt mit Gurke. Und das in aller Früh. Sie hat oft schlechte Laune, nein? Oh, wem sagst du das? Oh, sollten wir sie nicht feuern, Darling? Entlassen, warum denn? Sie mag mich nicht. Aber natürlich mag sie dich. Sie findet deine Speisezettel etwas verwirrend. Das bisschen Gurke? Ja, nein. Oh, du wirst unsere Diätvorschriften auch noch schätzen lernen, Darling. Sie machen schön die Haut. Umgekehrt. Wieso, sie machen nicht schön die Haut? Nein, umgekehrt. Sie machen die Haut schön und nicht sie machen schön die Haut. Warum? Weil das weiß ich nicht. Man sagt halt so, Bertha, wir haben's eilig. Oh, wirst du brav sein, wenn ich weg bin? Und wie? Ganz, ganz brav? Ja, ganz, ganz brav. Hier so, ist das Geschlammer für die Miss. Danke, Bertha. Ist das jetzt alles? Bringen Sie noch einen Tomatenjuice, ja? Tomatensaft mit Joghurt. Geschmäcker haben diese Leute. Oh, Bertha, bitte, 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 Bertha. Sie ist wirklich nicht sehr liebenswürdig, nein? Ach, das schaut nur so aus. Nein, das schaut nicht nur so aus.
Jedes Mal, wenn ich ankomme, ist sie wütend und wenn ich abreise, ist sie auch unausstehlich. Ja, weißt du, sie ist traurig, weil du wegfährst. Schließlich bist du meine Braut, ne? Hm. Du meinst, wenn ich immer wäre hier, sie wäre anders? Alles wäre anders. Ich meine, alles wäre herrlich. Darling, 10 vor. Oh, da muss ich mich ankleiden, sonst komme ich zu spät. Darling! Ja? Sag mal, Schatzelein, wann kommst du eigentlich zurück? Moment, heute ist Samstag. Ich bin um 5:08 in New York. Dann fliege ich nach Los Angeles. Oh, da geht sich gerade ein Aerobic Training für Twin Fonda aus. Und am Montag bin ich wieder bei dir. Oh, fein. Aber am Mittwoch muss ich wieder starten. Oi. Also Montag, sagst du? Montag wie viel Uhr? Oh, Honey, wie jeden Montag. 6:30 europäische Zeit. 18:30, fein. Also bleibt's beim Montag, nicht? Beim Montag? Ja, Baby, aber warum schreibst du das auf? Ja, um nicht durcheinander zu bringen. Oh, durcheinander zu bringen, was? Meine geschäftlichen Termine. Weißt du, damit ich frei bin, wenn du kommst? Ne? Der Tomatensaft. Oh, der Tomatensaft. Eigentlich habe ich keine Lust mehr. Keine Lust? Das wäre ja das erste Mal. Bertha? Ja? Nicht wahr? Sie passen gut auf ihn auf, wenn ich weg bin. Ja, ja, ja. Also, Herr Bernhard ist ja eigentlich groß genug. Ziemlich groß genug, aber alle Männer sind doch auch ein bisschen kleine Kinder. Oder auch ein bisschen große Kinder. Ja, ja, aber so große Kinder wie Herr Bernhard sind ja Gott sei Dank selten. Ja, ja, ist gut, Bertha, gehen Sie wieder in Ihre Küche. Pardon, die Miss fragt und ich antworte. Schatzelein, 3 vor. Was gibt's zum Mittag? Miss Janet fliegt doch ab. Ja, und? Ja, und? Ich warte. Ja, worauf? Ich warte wie immer auf Ihre Anweisungen. Sie haben einen Stundenplan und danach richten sich die Menüs. Und wenn ich sage Stundenplan, drücke ich mich noch fein aus. Also kommen Sie. Schauen wir uns das an. Also, die Niki kommt um 11.15 Uhr, ja? Niki schon um 11.15 Uhr? Ja. Ich werd verrückt. Also eines ist sicher, für ein anständiges Mädchen ist das kein Leben in diesem Haus. Ich weiß, ich höre immer dasselbe. Ich weiß, dass das für ein anständiges Mädchen kein Leben in diesem Haus ist. Immer dasselbe, Bertha. Da bin ich ja beruhigt. Also, was soll ich kochen? Was weiß ich, bin ich der Koch. Was hält der gnädige Herr von Bäuschel mit Knödel? Bäuschel mit Knödel, in Ordnung. Und abends? Abends heißen Apfelstrudel. Heißen Apfelstrudel, das ist... Moment. Ich glaube, abends ist nicht die Niki hier. Ja, ja, das geht nicht. Also, ist nicht die Niki hier, da kommt die Judith 19.05 Uhr. Also keinen heißen Apfelstrudel, sondern Käsefondue. Achtung, Amerika! Eines ist sicher, für ein anständiges Mädchen... Gefall ich dir, Sweetie? Ja, bist entzückend. Der Inbegriff einer bezaubernden Stewardess. Schatzelein, es ist aber wirklich höchste Zeit. Ja, yeah, just a minute, darling. Ist ja dein Flugzeug geht um 11? Ja, es ist erst 10. Was, du bist hier, das trocknet doch nicht. Es kann doch Verkehrsstockungen geben. Ja, und nur ein bisschen die Lack ausbessern, ja? Schatz. Oh, Baby, ich bin so happy. Warum? Weil du wegfliegst? Gott, bist du stupid. Weil ich werde zu einer neuen, tollen Maschine hinüberwechseln. Ach, eine neue, tolle Maschine. Ja, yeah. Eine Superboy. Mit Delta-Tragflächen, 4 Strahltriebwerken von Rolls-Royce, 10.000 Kilo Schub und eine fantastische Steigfähigkeit. Oh, fantastische Steigfähigkeit, das ist interessant. Ja, yeah. Besonders für uns, Darling. Komm. Sag mal, was haben denn 10.000 Kilo Schub mit uns zu tun? Oh, Darling, es ist eine viel schnellere Maschine. Ich würde viel öfter bei dir sein. Oh, fein. Oh, du scheinst dich aber nicht sehr zu freuen. Oh, doch, aber weißt du, man soll sich nie zu früh freuen. Man weiß ja nie, was im nächsten Augenblick passiert. Haben Sie gehört? Es hat gegongt, ne, glaube ich. Es hat gegongt. Bertha, gehen Sie vorsichtig öffnen, ja? Ganz vorsichtig. Darling, Schatzelein, möchtest du dich nicht noch in aller Ruhe ein bisschen hinlegen? Ein Herr? Aus Niederkappel. Ja, das ist Robert! Herein mit ihm!
Das ist mein guter Schulfreund Robert. Weißt du, wir sind zusammen zur Schule gegangen, der Robert. Ja, Robert! Bist du so verändert? Seit wann trägst du den Bart? Ja, das ist mein Nachreifungsprozess. Aha. Du, wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht gesehen. Mindestens 5 Jahre. 4. Also ich freue mich. Du, ich freue mich. Ja, ich auch. Entschuldige, darf ich vorstellen, das ist Robert Lampelmeier. Aus Niederkappel. Oh, das ist die Janet Hawkins, Amerikanerin vom Berufsstewardess. Hi, Bob. Hi. Du hast das Wichtigste vergessen, Das dann. Wichtigste? Ja. Du hast vergessen, ihm zu sagen, dass ich deine Verlobte bin. Ach so, ja, natürlich. Das ist natürlich meine Braut. Ne? Ach, dann gratuliere ich aber. Hm. Ja, und Ihnen auch. Das ist ein großartigen Geschmack, mein Alter. Ne? Das hast du ja immer gehabt. Ach, wenn ich mich da zurückerinnere an diese kleine Florence. Ach so. Ja, ich störe, ich werde ein andermal wieder. Oh, Bob, Sie sind noch nicht verlobt oder verheiratet? Nein, ich bin noch Single, wie man so sagt. Naja, ich komme ja aus der Provinz. In Niederkappel gibt es ja nicht einmal einen Flughafen. Aber ich werde doch lieber gehen. Aber nein, Robert, du bleibst. Ne? Oh, ich muss ja sowieso gleich fort. Ja, du musst ja gleich fort. Ja, aber ich vertreibe sie doch nicht. Ne? Nein, ich muss in die Luft gehen. Wie bitte? Es ist doch so, das. Ne? Ach so, da sind Sie im Begriff, wegzufliegen. Ja. Ja, es tut mir auch so leid. Sie sind die erste Freund von Bernard, die ich kennenlerne. Er ist ja so verschwiegen. Er hält alle seine Freunde für geheim. Lieber Darling, ich habe doch gar keine, außer meinen guten alten Schulfreund Robert. Ne? Bleiben Sie länger in Wien? Nein, ich muss leider, geschäftlich. Ja. Dann werden wir uns sicher noch sehen. Bin entzückt. So, es ist aber wirklich höchste Zeit. Komm, Schatz. Oh, Baby. Oh, ich liebe dich leidenschaftlich. Und ich bete dich an, ja? Bye-bye, Bob. Bye-bye. Bis Montag, darling. Wieso bis Montag? Ach so, bis Montag. Bye, baby. Bye. Bye. Robert. Robert. Oh, ich habe meine Gurke vergessen. Das ist meine Mittagessen. Bye, baby. Bye. Bye. Du, die ist ja entzückend. So. Ja, die ist ganz lieb. Willst du was zu trinken? Ja, ja. Ein Obstler. Was? Nein. Einen Bourbon. In der Innenarchitektur. Ja, ja, ich bin immer noch bei der Innenarchitektur. Und du? Was machst du eigentlich in Wien? Ja, weißt du, das mit der Geschäftsreise, das stimmt nicht ganz. Ich bin eigentlich mehr auf der Durchreise. Ich habe meine Praxis in Niederkappel aufgegeben, was angespart. Jetzt mache ich mal Pause. Vielleicht fahre ich nach Indien, vielleicht heirate ich. Was heiraten? Du hast doch vorhin gesagt, du hast niemanden. Habe ich auch nicht, aber ich muss einmal ernst machen. Wieso? Du bist ja noch ganz gut benannt. Ja, aber du doch auch. Bitte, was hat das mit mir zu tun? Ich meine, du bist doch auch ganz gut beieinander und bist heiraten, nicht? Ich? Na, keine Spur. Aber bitte, bitte, also diese Amerikanerin und du, ihr seid doch verlobt. Wieso? Ach so, ja, ja, natürlich, ja, wir sind verlobt, ja. Naja, wenn man verlobt ist, dann will man doch heiraten. Ne? Ach so, findest du? Ja, das ist doch logisch, oder? Also ich finde das eigentlich nicht logisch. Aber warum bist du eigentlich heiraten? Na ja, wegen der Steuer. Ah? Ja, weil ich finde, also, weil man halt einmal ein Heim braucht, also... Ein Hafen, ne? Ja, dann machst du so wie ich. Nimm dir einen Hafen, aber mit mehreren Schiffen. Sei polygam, das ist die Krönung des Lebens. Prost. Ja, aber es ist doch verboten, mehrere Schiffe zu heiraten, also mehrere Frauen zu haben. Ja, mein doch nicht mehrere Ehefrauen, mehrere Verlobte. Sag dir, du hast alle Vorteile einer Ehe ohne die Nachteile. Natürlich hat das seine Grenzen. Ich habe zum Beispiel 3. Grenzen? Na, Robert, 3 Bräute. 3 ist genau die richtige Zahl. Weniger wäre langweilig, mehr ermüdend. 3 ist ein Traum. Das ist aber ein unmoralischer Traum, ne? Wieso unmoralisch? Keiner weiß doch was von der anderen. Jede glaubt, sie ist die Einzige. Ich sag dir, das ist das schönste Leben. Was brauche ich, Indien? Ein Harem mitten in Wien. Na ja, aber bitte, also, aber eine einzige Frau macht dich doch schon fertig und dann erst 3.
Was meint ihr? Die erledigen dich doch in 24 Stunden. Ja, mich nicht, ich habe ein System. System? Ja, System, was das alles kostet. Das, die Strümpfe, Kleider, Schuhe, Badeöl, alles mal drei. Wieso, meine Verlobten, die arbeiten doch, die haben doch selber Geld. Ah, du musst nicht für sie aufkommen. Hm. Kaum das bisschen Joghurt, Gurke, Käse, Fondue, ne? Ja, weißt du, meine drei illegitimen Frauen, die kosten mich weniger als eine einzige legitime, die nicht arbeitet. Ja, aber diese Komplikationen... Gibt es keine. Sprech aus Erfahrung. Ich habe eben den richtigen Dreh herausgefunden. Ich sag dir, alles klappt herrlich. Das Einzige, was ich brauche, ist ein Schedule. Was? Timetable. Ja, ich weiß... Ein Flugplan, Flugplan. Ich rekrutiere meine Verlobten aus dem Personal der Fluggesellschaften. Es sind Air-Hostessen. Was, alle drei? Alle drei. Und das ist ja eben der Dreh. Ich sag, das sind bezaubernde Mädchen. Ja, also die eine, die da war, die war reizend. Das ist doch ganz natürlich. Diese Stewardessen werden aus einer großen Anzahl von Bewerberinnen sorgfältig ausgesucht, und zwar von Leuten, die was davon verstehen. Sie werden getestet nach ihrer geistigen, moralischen und psychischen Stabilität. Aha. Die gröbste Vorarbeit ist also schon geleistet, und ich wähle dann aus einer bereits getroffenen Auslese die super Auslese. Ja, das ist super. Nur, ich gebe zu bedenken... Das Einzige, worauf ich achten muss, ist, dass Sie verschiedenen Fluggesellschaften angehören und verschiedene Flugzeiten haben. Deshalb das Wichtigste, Flugpläne. Und hier, mein treuerster Freund und Helfer, die Maschine des Jahres. Ein Computer. Ja, hier werden Ankunfts- und Abflugszeiten genau gespeichert. Und sollten die Termine mal kollidieren, ne? Gibt der Computer Alarm, ne? Nein, also in der Theorie mag das ja ganz gut funktionieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie dieses System in der Praxis funktioniert. Also so im täglichen Leben, in den täglichen Nächten. Nein, nichts leichter als da. Was das? Schaut zum Beispiel die Janet, die Amerikanerin, hast du ja kennengelernt. Mhm. Die fliegt jetzt. Wo ist die Janet? Ja, hier. Die fliegt jetzt um 11 Uhr ab, ne? Siehst du? 11 Uhr. Und eine Viertelstunde später landet... Niki. Wieso? Ach so, du kannst lesen. Ja, ja, die Niki, ja. Um 11.15 Uhr. Leider bleibt sie nur zum Mittagessen. Für 2 Stunden. Ja, ist alles ein bisschen schnell, ne? Ja, weißt du, ist nur heute ausnahmsweise, weil Samstag ist. Die übrige Woche ist der Turnus regelmäßiger. 2 Tage die Janet, 2 Tage die Niki, und 2 Tage die Judith. Du, wer ist die Judith? Das ist meine Verlobte aus der Schweiz. Ja, das ist ja ein internationaler Harem. Genau. Und wie einfach, schau. Wir sind hier. Wo ist Wien? Hier. Die Judith kommt heute Abend aus Stockholm. Ne? Und im selben Moment ist die Niki, die jetzt nur zum Mittagessen kommt und sozusagen auf der Durchreise ist, bereits in Kairo. Mhm. Und die Janet auf dem Weg nach Los Angeles. Ja, das ist das einzige Perpetuum mobile der Liebe. Das ist ja ihrer Verkehr. Flugverkehr, aber mit Rückversicherung. Denn das Kommen und Gehen ist organisiert und mathematisch genau berechnet, denn ein Computer irrt sich nie. Der Globus dreht sich und meine Frauen drehen sich mit mir mit. Hm? Auf diese Weise führe ich ein gemütliches Familienleben, polygam und häuslich zugleich. Bernhard, ja? Du bist ein Gauner. Ich weiß. Wird der Herr Kappelmeier bei uns speisen? Herr Lampelmeier aus Niederkappel. Ja, ja. Ich bin hier nicht durcheinander. Du bringst überhaupt nichts durcheinander. Herr Lampelmeier aus Niederkappel speist bei uns, ja? Und er wird auch bei uns wohnen, ne? Robert. Er wohnt bei uns? Ja. Auch das noch. Und in welchem Zimmer? Ja, Bertha, wo er will. Wohnt bei uns. Als ob wir nicht schon genug Verkehr hätten. Ich glaube, die ist dagegen. Nein, überhaupt nicht. Wo sind deine Koffer? Bahnhof, holst du später ab, ne? Also, wann wünschen die Herren zu speisen? Ja, Bertha, sobald die Niki hier sein wird. Jetzt weiß ich so viel wie zuvor. Ja, also ich sag Ihnen Bescheid, sobald es so weit ist. Ne? Ich verlasse mich drauf, weil ich muss das Bäuschel zustellen. Ja, Bertha, ich sag Ihnen Bescheid, wann Sie das Bäuschel zustellen sollen, ja? Also, Sie müssen zugeben, für ein anständiges Mädchen ist das kein Leben in diesem Haus. Ach, jetzt hätte ich beinahe vergessen. Es ist ein Eilbrief gekommen für Miss Janet aus Amerika. Also, Sie geben mir Bescheid wegen des Bäuschels. Ja, ich gebe Ihnen Bescheid wegen des Bäuschels. Das habe ich Ihnen schon 2-mal gesagt, ja. Weil ich habe es nämlich schon zugestellt. Ja, sie kann ja gleich landen. Aus Bagdad haben Sie meistens Rückenwind. Na, da kann ich nur hoffen, dass das Fräulein Rückenwind hat. Sonst wird nämlich aus dem Bäuschel
ein Brikett. Du, das ist lieb. Der hat einen rauen Charme, aber es ist lieb. Ja, das ist ganz lieb, aber ein bisschen überarbeitet im Moment. Ja, kein Wunder bei dem Durchreiseverkehr, der hier. Der eine fliegt weg, die andere ist in der Luft, die dritte landet. Du, sag einmal, kann es da nicht passieren, dass da zwei gleichzeitig in Wien sind und hier übernachten wollen? Das ist ja vollkommen unmöglich. Mein Freund, der Computer, der warnt mich ja rechtzeitig. Sollte es mal vorkommen, dass eine landet, die nicht landen sollte, oder eine nicht abfliegt, die abfliegen sollte nur, kein Problem, da bleibe ich mit der zusammen, die nicht abfliegt, schlage eine kleine Luftveränderung vor, zum Beispiel auf den Tulbinger Kogel zu fahren, oder nach Baden, ins Casino, und notfalls übernachten wir gleich dort. Mhm. Ja, und was passiert mit der, die inzwischen gelandet ist? Ja, die kommt hier, die ist ja schließlich hier zu Hause. Ah, jede hat einen Schlüssel. Ja, jede. Außerdem ist ja Bertha hier. Sollte einmal eine unerwartet ankommen, kein Problem. Ne? Da sagt ihr Bertha, dass ich geschäftlich in der Provinz zu tun habe. Ne? Die andere fliegt am nächsten Morgen weg. Ich bringe sie direkt vom Tulbinger Kogel zum Flughafen nach Schwechat, winke, komme hier nach Hause, werde hier mit offenen Armen empfangen. Du siehst, wenn es einmal Probleme geben sollte, keine Panik. Ist es genial? Ah ja, genial schon, aber unmoralisch. Ich meine, du liebst doch diese Frau nicht. Wieso? Ich liebe sie nicht. Ich liebe sie nicht, ich bete sie an. Jede einzelne. Da Fräulein Niki ja nur 2 Stunden bleibt, sozusagen als Transit, brauche ich nicht alles zu richten, oder? Machen Sie, was Sie wollen. Das mache ich sowieso. Nach Fräulein Nikis Abreise werde ich das Zimmer gründlich machen, bevor die Schweizerin ankommt. Okay. Okay. Er sagt okay. Eigentlich war ich ja auf einen Haushalt eingestellt und nicht auf ein Hotel. Du, die ist köstlich. Ja, die ist eine Perle. So, das hätten wir wieder. Haben Sie auch nichts übersehen, nichts liegen lassen? Also das, schließlich mache ich ja das nicht zum ersten Mal. Nein, das geht allerdings ein bisschen zu schnell. Ne? Ja, heute geht es ruckzuck. Das macht überhaupt nichts, alles sehr gut eingespielt, weißt du. Gut eingespielt. Herr Bernhard hat heute wieder seinen lustigen Tag. Also eines ist sicher, für... Oh. Herzlich willkommen! Niki! Was ist hier? Stell dir vor, als beinahe hätte ich nicht kommen können. Oh, wirklich? Das musst du uns später genauer erzählen. Oh, Entschuldigung, darf ich vorstellen, das ist die Niki von der Auer und das ist der Robert Lampelmeier. Aus Niederkappel. Freut mich. Mich auch, du, jetzt störe ich gern. Aber Sie stören doch nicht. Sie sind unser erster Besuch. Wirklich? Bernhard ist immer so allein und deshalb freut es mich, dass Sie da sind. Mich auch. Gibst du mir was zu trinken, was? Bin schon unterwegs. Orangensaft? Mhm. Die ist noch reizender. Das Wetter hat total verrückt gespielt. Beinahe hätten Sie uns nach Dachran umgeleitet. Dachran? Oh, wirklich? Schrecklich, dann hättest du es ja beinahe nicht kommen können. Es waren fürchterliche Turbulenzen. Hm. So hat es uns noch nie durchgeschüttelt. Ist ja schon vorbei. Hm? So ein Sauwetter. Und hier ist die herrlichste Sonne. Warst du brav, Mutzler? Ja, Nikolai, was für eine Frage, natürlich war ich brav. Gut. Hat Ihnen der Bernhard erzählt, dass wir heiraten werden? Nein, ja. Nein, er hat nur gesagt, dass Sie furchtbar verlobt sind. Ja, und ich habe ihm auch gesagt, wie entzückend du bist, ne? Nicht wahr, Robert? Ja, das ist wahr, ja. Du bist mein geliebtes Mutterchen. Willst du deinen Freund nicht einladen, mit uns zu essen? Ist bereits geschehen. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich habe ihm sogar vorgeschlagen, dass er für einige Zeit bei uns wohnen soll. Du, das ist eine gute Idee. Dann wirst du nicht mehr so einsam sein, wenn ich dich allein lassen muss. Ja, du fühlst dich einsam. Manchmal schon. Gott, habe ich einen Hunger. Hat die Bertha das Mittagessen schon fertig? Ist schon dabei. Beuschel mit Knödel. Ah, ich mache mich heute zu Tischen. In 2 Stunden fliege ich nach Kairo. Kairo. Übrigens, ich habe eine Riesenüberraschung. Ja, was, eine Überraschung? Ich wechsle auf die neue Super 80. Ach, du wechselst auch? Ja, die soll irrsinnig schnell sein. Wir können uns dann öfter sehen. Viel öfter. Fein. Du vergiss nicht, mir die neuen Flugpläne zu geben, ja? Gut. Ja, was sagst du, Du, Bernhard, wenn die Flugzeuge immer schneller und schneller werden, dann kommst du eines Tages nicht mehr nach. Du, das spielt überhaupt keine Rolle. Das. Du, übrigens, meinen herzlichen Glückwunsch zu dieser Niki. Also, das ist wirklich reizend. Also, mir würde... Ah! Ja,
Mir würde das schwerfallen, mich für eine von beiden zu entscheiden. Ja, Gott sei Dank, in diese Verlegenheit kommst du ja gar nicht. Sind ja in besten Händen. Ja? Ja, ich bin am Apparat. Ja, ist gut, ich warte. Stockholm. Stockholm. Grüezi, Schatzeli, ja? Die Schweizerin. Ja, ja, nein, wir sind nicht, alles in Ordnung. Grüezi, Schatzeli, wie geht es dir? Was? Was? Ich bin. Was? Ich bin so. Ich bin so leise? Nein, was, ich bin nur ein bisschen heiser. Heiser, ja. Weißt du, kommst statt um 19.05 Uhr erst um 23 Uhr an? Ja, ja, ist gut. Also, 23 Uhr, ja, ja. Ist gut, ja. Ja, ja. Ja, kalte Halswickel, ja. Gut. Wieder schauen, ja. Eine bezaubernde Stimme, ne? Warum hast du mich nicht mithören lassen? Moment. Judith. Ankunft 19.05 Uhr. Tilt. Neu. 23 Uhr akzeptiert, ne? Herr Bernhard? Ah, Bertha, Sie kommen ja wie gerufen. So? Die Judith kommt etwas später, also kein Käsefondue, ne? Tut mir leid. Aber der Käse ist schon eingekauft. Ja, dann essen Sie ihn selber auf, ne? Ich? Solche Mengen Schweizer Käse? Also, eines ist sicher, für ein anständiges Mädchen. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Es wird Ihnen schon wieder einfallen. Dann komme ich wieder. Kann's kaum erwarten. Hat das Telefon nicht geläutet? Ja, das was ja. Was für mich? Für dich? Nein, wieso? Was möglich ist, dass sich mein Flugplan verschiebt wegen der Wetterlage. Was? Also du meinst, dass ich deine Abflugszeit verzögern könnte? Ja, es ist möglich, dass ich statt in 2 Stunden erst in 3 abfliegen muss. Das geht. Warum sagt ihr, das geht? Ja, das geht, weil wir uns dadurch eine Stunde länger sehen können. Aber wer hat angerufen? Eine Frau? Ja, ausgeschlossen. Sag mal, wie kommst du denn auf eine Frau? Du weißt doch, dass ich nur dich liebe. Hm? Gut. Hm. Aber ich möchte doch wissen... Was? Wer war das? Ja, eine falsche Verbindung. Es war eine vollkommen falsche Verbindung. Er hat mich nicht mithören lassen. Ich habe mitgehört. Was ist denn da? Das ist... Für eine Janet Hawkins. Ja, ich sag, ist der an mich adressiert? Nein, ist nicht an mich adressiert. Aber liegt die in deinem Zimmer? Ja, das ist schon möglich. Weiß nicht, der Robert und ich, wir haben uns unterhalten. Ja, wir haben uns hier gelacht. Ich schwöre Ihnen, es war weit und breit kein Briefträger zu sehen. weit und breit? Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Das Essen ist serviert. Ah, wie kannst du nicht, das Essen ist serviert? Ja, da. Was ist das? Ein Brief. Das sehe ich auch. Und zwar für eine Miss Janet Hawkins. Wer ist das? Keine Ahnung. Aber wie kommt dann dieser Brief hierher? Ja, wie kommt dann dieser Brief hierher? Ja, wie kommt dann dieser Brief hierher? Oh, die schöne Blume. Mein Gott, die schöne. Du hast dich verletzt. Oi. Wie kommt dann dieser Brief hierher? Ja, wie denn? Ach, wie konnte ich das nur vergessen? Der Hausmeister hat mir vorhin gesagt, Sie haben einen Brief mitgenommen, der gar nicht für Sie ist, hat er gesagt. Ach. Er ist für jemanden von nebenan, hat Ach. Er gesagt. Ja, das erklärt natürlich alles. Nein, ist alles klar. Wenn wir den Brief Sie jetzt geben, dann werde ich ihn sofort zurückbringen. Verzeihen Sie, Herr Bernhard, das war ein Irrtum jetzt meinerseits, hat er gesagt. Nein, ich will auch nicht. Das Essen gar nicht. Das gar ist alles sehr gut. Danke. Bertha, Sie sind ein Engel. Ein Engel. Sie sorgen von zu Hause, als wäre es das Ihre. Ja, das fehlte noch. Ich und so ein Haus. So, Nickelein, jetzt wollen wir es uns gemütlich machen und endlich essen gehen, ne? Haha, es geht nichts über ein ordentliches Familienleben. Stimmt. Sie sollten es auch so machen wie der Bernhard. Was? Suchen Sie sich eine Frau und denken Sie ans Heiraten. Aber Kinder, jetzt ist höchste Zeit. Na, was sagst du, wie das alles klappt, ne? Das war deine erste Unterrichtsstunde, ne? Also diese Uniform, die ist reizend. Was heißt reizend? Ist unwiderstehlich. Wenn sie anzieht, werde ich verrückt. Und erst, wenn sie auszieht.
nein. Nein, Herr Bernhard ist im Moment nicht da. Ach, Sie sind es, Fräulein Judy. Was? Sie sind schon in Wien? Das ist aber nett, dass Sie früher gelandet sind. Drei... Und ob er überrascht sein wird. Es ist kein Leben. Nein! Wir freuen uns, natürlich. Also dann, ja, bis gleich. Wiedersehen. Hallo? Ach so, es ist wirklich kein Leben in diesem Haus. Ach, Sie sind ja, das. Ja, ich bin das. Ich bin auf der Gepäckaufbewahrung so lange aufgehalten worden. Es waren so viele Leute da, wo die alle herkommen. Wahrscheinlich aus der Provinz. Das ist möglich. Sagen Sie, wollen Sie eigentlich lange hier bleiben? Sind Sie zu allen Gästen von Bernhard so freundlich? Ich meine es ja nur gut mit Ihnen. Schauen Sie, es ist kein Leben in diesem Haus. Die eine kommt, die andere geht. Und so ist es Tag für Tag, Nacht für Nacht. Aber was haben Sie denn? Es klappt doch alles vorzüglich. Wie Sie meinen. Apropos, die Schweizerin wird gleich hier sein. Was, schon? Ja, sie hat angerufen, dass sie früher gelandet ist. Ja, das macht ja nichts. Die Niki ist ja schon weggeflogen. Ja, schon. Nur die Schweizerin bleibt diesmal drei Tage. Aua! Nein, Käsepfoten. Das gibt dann durcheinander. Weil Janet, das ist die Amerikanerin. Ja, ich weiß. Die kommt ja schon am Montag zurück. Computer. Bitte, wo darf ich auspacken? Im Gästezimmer. Und wo ist das Gästezimmer? Sie, die Sachen sind sehr schwer. Hätten Sie nicht so viel eingepackt. Mit seinen diversen Bräuten. Dort. Wo? Was weiß ich. Das ist mein Zimmer. Dort. Das ist das Bad. Dort ist das Gästezimmer. 13. Einziehen. Dann räumen Sie Ihre Sachen weg. Hier stehen Sie im Weg. Ist zu gütig. Sie sind aber fit. Danke. Ich schätze kräftige Männer mit Eigeninitiative, besonders bei den Arbeitgebern. Eine Haushälterin ist ja schließlich auch ein Mensch. Sind Sie verheiratet? Nein. Wäre aber höchste Zeit. Warum? Ja, man wird alt, bevor man sich umsieht. Sie. Ich habe noch einiges vor. Das hofft man immer. Meist vergebens. Ich hatte einen Onkel, einen Mann in den besten Jahren, nur nicht so hübsch wie Sie. Danke. Bitte, Sie können sich ja nicht vorstellen, wie hässlich der war. Also der wollte eines Tages heiraten. Und am Tag der Hochzeit hat ihn der Schlag getroffen. Da war es natürlich zu spät. Das tut mir leid, aber ich will ja heiraten. Ah ja? Sicher eine reifere Frau. Warum? Naja, eine, die Sie mütterlich umsorgen könnte. Nein, ich habe eigentlich an eine Jüngere gedacht. Ach so, die Jüngere. Von mir aus. Sie werden schon sehen, wo das hinführt, so wie bei Herrn Bernhard. Aber der Herr Bernhard ist doch auch nicht verheiratet und lebt ganz gut, nicht? Um so zu leben wie der, muss man schon eine eiserne Konstitution haben. Sie, ich habe eine eiserne Konstitution. Oh nein,
Sie sind zart beseitet, das sehe ich von nacktem Auge. Ich bin unausgelastet. Im Niederkörper geht man um 10 Uhr abends schlafen und da speichert man ungeheure Kräfte. Ab 10 Uhr abends speichere ich solche Kräfte. Speichere ich solche Kräfte. Schätzeli! Oh Gott! Liebling, wo bist du? Bertha! Oh, Fräulein Judith, schon da? Oh, welche Freude! Bertha, wenn Sie wüssten, wie froh ich bin. Wo ist der Bernie? Der ist noch ein bisschen spazieren gegangen. Das ist aber schade. Ah, der wird jeden Augenblick zurückkommen. Ob er sich wohl freut? Oh, freut mich gar kein Ausdruck. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, mit welcher Ungeduld er sie immer erwartet. Glauben Sie, dass er mich ebenso sehr liebt, wie ich ihn? Das kann ich nicht sagen. Ich weiß ja nicht, wie sehr Sie ihn lieben. Sie wissen doch, dass ich ihn anbete, oder? Dann betet er Sie auch an. Ich kann ganze 3 Tage hierbleiben. Ist das nicht wundervoll? Unvorstellbar. Bertha? Ja? Können Sie mich wieder mal so richtig durchkneten? Durchkneten, jawohl. Wenn Sie wüssten, wie schön es ist, wieder zu Hause zu sein. Die Zeit ohne Bernie wird mir immer so lang. Und ihm? Wem? Also ihm, ja. Ja, fühlt sich auch so, wie soll ich nur sagen. So verlassen, oder? Verlassen, ja, das ist der richtige Ausdruck. Einsam und verlassen. Wenn ich weg bin in Ankara oder Melbourne, dann denke ich immer an unser kleines Nestli, wo mein Bernie auf mich wartet. Ja. Bin ich ein romantisches Dubeli? Dubeli? Man sollte diese Dinge geheim halten, zutiefst in seines Herzens Grund. Man sollte darüber nicht sprechen. Richtig. Das Leben in diesem Haus ist ohnehin schon kompliziert genug. Aber Sie verstehen das doch. Sie sind doch auch eine Frau, oder? Nein, ich bin nur ein Mädchen für alles. Bertha, wissen Sie, wie Sie mir vorkommen? Sie sind für mich eine wie Stalin. Fräulein, also bitte lassen Sie diese Bemerkungen. Ich bin immer anständig gewesen. Aber das ist doch eine Priesterin. Ein jungfräuliches Wesen. Sie nähren für mich die Flamme der Leidenschaft im Herzen meines Bernie. Also ja, nähren tue ich ihn, das stimmt. Ach, wie lieb ich ihn habe. Jedes Mal, wenn ich ihn verlasse, bricht mir das Herz. Das muss aber wehtun, jede Woche. Aber dann, wenn ich zurückkomme, beginnt es umso stürmischer zu schlagen. Sie sind aber leidenschaftlich, das habe ich ja noch gar nicht bemerkt. Ich brenne innerlich. Ja, dann verbrennen Sie nur nicht, bevor Herr Bernhard zurückkommt. Bertha, ich habe meine Zigaretten vergessen. Würden Sie mir bitte welche holen? Ja, natürlich. Bin gleich wieder da. Merci vielmals. Gern geschehen. Das ist mir furchtbar peinlich. Aber im Gegenteil, mir war es ein Vergnügen. Mein Herr, darf ich fragen, was Sie in meiner Wohnung suchen? Also in Ihrer Wohnung, das ist die Wohnung von Bernhard. Das ist dasselbe, Bernie, nicht, ist kein Unterschied, oder?
Ja, ich bin ein Schulfreund von Bernie. Ich bin der Robert Lampemeyer aus Niederkappel. Freut mich. Mich auch, ja. Ah, und Sie sind die Judith, die Schweizerin. Wie wissen Sie das? Hat der Bernie von mir erzählt? Ach, okay. Der spricht ja von nichts anderem. Wie schön. Aber warum sind eigentlich Sie hier und er nicht? Ja, das ist ganz einfach, weil er weg ist. Nein, nein, er hat gesagt, ich soll hier auf ihn warten. Er hat mir seine Gastfreundschaft für ein paar Tage Sie haben doch nichts dagegen. Aber nein, im Gegenteil. Ich freue mich, dass der Bernie einen Freund hat, der bei ihm wohnt. Da wird er weniger einsam sein. Sie werden ihm doch nichts erzählen, oder? Erzählen? Wovon? Dass ich Sie geküsst habe. Ja, aber das war doch ein Irrtum. Ein Irrtum, selbstverständlich, aber es war trotzdem ein Kuss. Ich möchte auf gar keinen Fall, dass Bernie... Keine Sorge, ich werde ihm nichts erzählen. Wäre es kein Irrtum gewesen, hätte ich ihm auch nichts erzählt. Ohne diesen Irrtum hätte ich Sie niemals geküsst. Das ist Ihnen doch klar, oder? Ja, ich habe diesen Kuss bereits vergessen. So. Ja? Aber hätte mein Schweigen nicht eine kleine Belohnung verdient? Eine Belohnung? Ja. Zum Beispiel noch einen Kuss? Aber was haben Sie denn? Um den ersten Kuss zu vergessen, küssen Sie mich noch einmal. Noch einmal? Das wäre doch unschicklich. Ich hätte diesmal überhaupt keine Entschuldigung vor mir selber. Würde mir das ganze Leben lang sündhaft vorkommen. Ja, jetzt übertreiben Sie aber nicht. Sie scheinen die Schweizer Seele nicht zu kennen. Deshalb können Sie wahrscheinlich zwischen Gut und Böse nicht unterscheiden. Ah, ein Kuss ist was Böses. Bei uns ist das üblich, dass die Braut die besten Freunde des Verlobten küsst. Aber doch nicht auf den Mund. Ja, wohin denn sonst? Schweigen Sie! Aber ein Kuss bedeutet doch nichts. Es wäre bereits der zweite. Wieso? Den ersten muss ich ja vergessen. Stimmt. Aber Sie vergessen auch, dass ich Bernie gehöre. Aber der Bernie ist mein Schulfreund. Sie ist mir unerklärlich, wie ein so großzügiger Mensch wie der Bernie so eine kleinliche Freundin haben kann. Was haben Sie gesagt? Ich? Kleinlich? Ja? So. Sehen Sie, wie großzügig ich sein kann? Ja, ich finde, Sie können großartig großzügig sein. Jetzt gehe ich in mein Zimmer und warte auf Bernie. Aber Sie können, Judith, Sie können mich doch jetzt nicht verlassen, ausgerechnet jetzt? Ich verlasse Sie nicht. Ich lasse Sie nur allein. Sonst reden Sie mir noch ein, dass Sie erst beim dritten Kuss die ersten zwei vergessen können. Oder? Judith! Judith! Judith, meine Absichten sind ehrlich. Die Zigaretten. Ich bin nicht Raucher. Die sind für die Schweizerin. Wissen Sie, dass sie schon da ist? Ja, ich habe sie bereits geküsst. Gesehen. Ist sie in Ihrem Zimmer? Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich die Zigaretten hineintrage? Wie Sie wünschen. Haben Sie noch was zu tun? Nein, im Moment nicht. Dann weiß ich wirklich nicht, worauf Sie hier noch warten. Ach, Sie wünschen, dass ich gehe? Bitte. Ich wollte Ihnen nur ein bisschen Gesellschaft leisten. Ja, bitte? Ich bin's. Und was wollen Sie? Hat die Bertha für Sie gebracht. Schön. Sie haben sie auch Feier? Ich habe unheimliches Feier. So, da sind wir wieder. Was, Sie? Erstaunen Sie, was? Das ist unmöglich. Warum? Es war schon lange geplant und nun hat sich's ganz plötzlich entschieden. Ich fliege von jetzt ab mit der neuen Bahn. Aha. Morgen um 11 ist der erste Start. Ich kann also die ganze Nacht hier verbringen. Ist das eine Überraschung? Ja, das kann man wohl sagen. Ne? Hey, was machst du denn für ein komisches Gesicht? Ich? Ja, du schaust so irgendwie so konsterniert rein. Aber nein, im Gegenteil, ich freue mich. Ich jedenfalls freue mich, dass wir den Abend gemeinsam verbringen können. Und dann die ganze Nacht in der Die ganze Nacht? Die ganze Nacht, du, ich weiß nicht. Oh, weißt du, ich fände es gemütlicher, wenn wir nach Baden rausfahren. Notfalls vielleicht gleich dort übernachten, ne?
im Grünen. Bernhard, du bist ein Genie. Aber warum gerade nach Baden? Nach Baden oder sonst wohin? Ja, oder sonst wohin. Die Hauptsache weg. Ja, keine Abwechslung hat. Ne? Aber ist doch so gemütlich zu Hause. Aber Baden ist noch viel gemütlicher. Die frische Luft und die Schwefelquellen. Ich finde, ihr solltet so schnell wie möglich dorthin fahren. Ja, warum so schnell wie möglich, Robert? Ja, wir fahren nach dem Essen, so um 11, ne? Nein, nicht um 11. Warum nicht um 11? Wir haben es doch nicht ein. Doch, doch, doch. Was heißt doch? Ich wollte sagen, es eilt doch nicht so sehr. Aber gerade jetzt sind doch die Nächte im Freien so romantisch. Man sitzt in einem Schanigarten und ist gegrillt. Fleisch! Erstens mag ich am Abend kein Fleisch und zweitens will ich zu Hause bleiben. Ich bin so selten. Nickelein, wie du willst. Wenn wir erst mal so gegen 11 rausfahren, dann ist alles in bester Ordnung. Das Essen im Freien ist so romantisch. Nicht, Sie sehen blass aus, Sie sehen blass aus. Blass? Dann muss ich etwas Rouge auf. Nein, nicht auflegen, nein. Das war nur das Licht, Sie sehen glänzend aus. Ich glänze? Dann muss ich etwas pudern. Nein, bitte, glauben Sie mir, Sie sehen wunderbar. Sie würden etwas zerstören. Sie sehen aus wie ein Bild von Picasso. Von Picasso, Murzel? Nein, aus der rosa Periode. Sie machen schöne Komplimente, danke, aber Sie verstehen nichts von Frauen. Jede Frau macht sich vor dem Essen gerne ein bisschen schön. Ja, die anderen vielleicht, aber Sie nicht. Sie sind vollkommen, vollkommen, vollkommen. Aber Robert, komm, beruhig dich doch ein bisschen. Lass doch die Nick in ihr Zimmer. Komm, lass sie doch in ihr Zimmer. Nein, komm, lass sie doch rein. Ins Zimmer. Komm, lass sie doch rein ins Zimmer. Du hast... Ich verstehe, lass sie doch rein. Du hast mir deine Gastfreundschaft angeboten und hast mir dieses Zimmer zur Verfügung gestellt. Unser Zimmer, was, das habe ich gesagt? Ja. Ich kann mich so dunkel erinnern. Ja, du hast gesagt... Fühl dich hier wie zu Hause, wohne hier. Siehst du, du hast dich dunkel erinnert. Ja. Und jetzt liegen meine ganzen intimsten Kleidungsstücke da herum und das geniert mich einfach. Ich werde gar nicht hinsehen. Nein, ich. Das ist mir unangenehm. Ich bin in einem Kloster erzogen. Was? Du auch. Du bist mein Schulkamerad. Ich gehe jetzt ins Gästezimmer. Du hast aber eigenartige Freunde. Nein, die Koffer sind unterm Bett. Okay. Sag mal, Robert. Robert. Bist du vollkommen übergeschnappt? Du hast die Judith vergessen. Deine Schweizerin. Die Judith? Da regst du dich jetzt schon auf, die kommt doch erst um 23 Uhr an. Nein. Du bist ein Idiot! Wo sagst du mir das erst jetzt? Ja, wie denn? Wann denn? Wo denn? Vor der anderen, nicht? Überhaupt nichts! Psst, nein! Die ganze Zeit versuche ich dich aus dem Haus nicht zu legen. So laut! Mit Schanigwellen und Schwefelgärten und was weiß ich. So, deshalb? Du hörst mir überhaupt nicht zu. Ja, deshalb. Aber ich bin ein Idiot. Ja, schon gut, Robert. Ist schon gut. Nein, nicht schon gut. So laut, das Einzige, was du sagen kannst, du hast mich beleidigt. Du hast Idiot zu mir gesagt, Robert. Oh ja, verliere doch jetzt. Lass mich nicht allein. Ich ziehe aus und gehe in ein Hotel. Lass mich allein in diese blöden Serie. Ich bitte dich um Verzeihung! Ach, du Lebens. Du entschuldigst dich bei mir? Sch, nicht so laut. Ja, ich entschuldige mich bei dir. Aufrichtig? Ja, aufrichtig. Gut, dann bleibe ich. Danke. Bitte. Warte. Ah, die Niki fliegt morgen um 11 Uhr, Gott sei Dank, das ist alles in Ordnung. Hm. Und wer programmiert die Schweizerin? Ah ja, das... Ja, der. Bleibt 3 Tage. Na, servus. 3 Tage? Moment mal. Was ist los? Was ist los? Der spinnt komplett. Der spinnt, was machen wir jetzt? Komm, pass auf. Du verlässt so schnell wie möglich mit der Niki das Haus und gut. Ich halte die Judith so lange auf. Bernie,
Schätzeli, endlich. Ja, aber leider muss ich leider muss ich sofort wieder gehen, weißt du? Komm ich mit? Das geht nicht. Ausgeschlossen. Warum mischt dich eigentlich dein Freund hier ein? Schätzeli, weißt du, Geschäfte, du weißt ja, wie das ist, ne? Ja, Sie wissen doch, wie das ist, nicht? Lassen Sie uns doch ein wenig allein. Wer, ich? Wieso? Was störe ich? Sie sind schon da? Ja, wie Sie sehen, ja. Wünschen Sie das Abendessen? Nein, nur für Judith und Robert, ja? Ja, gleich. Was? Wir sollen ohne dich essen? Nein, wir werden auf dich warten, Schätzeli. Das ist völlig sinnlos, weißt du, es wird vielleicht länger dauern. Gut, dann esse ich auch nicht. Ich nehme ein Bad und warte auf dich. In unserem Bettchen. Ja, das ist eine gute Idee. Sehr gute Idee. Feuer, 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 Feuer. Achso. Bern, ich bin so glücklich. Weißt du, dass ich 3 volle Tage hier bleiben kann? Ich hab schon gehört. 3 volle Tage. Weißt du, Schätzeli, geht schön baden, ja? Nein, du, rasch, beeil dich. Weißt du, ich muss mit Robert noch eine Kleinigkeit besprechen. Komm dann später zu mir, bevor ich weggehe. Gib mir doch noch erst ein kleines Münch. Ja, aber ein ganz kleines Münch, bitte. Ein ganz kleines Münch. Aber rasch, komm, geh schon baden, ja? Die Tür klemmt. Tür klemmt. Berta, Tür klemmt. Wollt ihr einen Installateur? Oh, Sie sind noch da? Ja, ich fliege erst morgen. Morgen erst, wie schön. Und da? Und yes. Die Freude hat sie übermannt. Komm, hol dir einen Bourbon, alles ist wieder okay. Hol dir einen Bourbon, ja. Murzel? Ja, was ist denn? Von wem ist denn die Zigarette? Ja, von mir, wer doch noch eine Zigarette rauchen dürfen. Verdammt, jetzt habe ich nur wirklich eine zweite Zigarette angezündet. Komm, ich finde, es wird jetzt langsam Zeit. Ja, wir müssen gehen. Wie klein. Wohin? Na, irgendwohin Nachtmahlen halt, ne? Aber ich habe doch gesagt, dass ich zu Hause bleiben möchte. Sie kennen den Körper in Baden nicht, wenn die Vöglein zwitschern. Bitte. Nikolai, mach mir doch die Freude, ne? Gut. Geh du allein. Ich bleib hier und unterhalte mich mit Robert. Nein, das geht nicht. Ausgeschlossen. Ich muss auch weggehen. Dann warte ich immer allein auf den Also, Bernhard. Du bist eine richtige Stubenhockerin geworden. Das sagst du? Ich flieg 500.000 Kilometer im Jahr und du bewegst dich keinen Schritt von Wien Aber fort. Deshalb will ich ja mit dir ausgehen. Ja, dann gehen wir aus. Ja, wir gehen, ja, dann aus. Gehen wir alle ich aus. Ich will zu Hause bleiben. Bertha? Geht's wieder besser? Danke. Es war nur ein kleiner Schwindelanfall. Kein Wunder bei dem Stress. Also, Bertha, was gibt's zum Nachtmahl? Nichts. Nachtmahl? Sie wollen auch hier essen? Nein, das ist vollkommen unmöglich. Die Bertha muss ich schonen. Dann koche ich. Nein. Also, Bertha, was haben wir im Haus? 3 Kilo Schweizer Käse. Hast du denn bestellt? Was, ich? Nein, der Robert. Ich? Und sonst ist nichts da? Nein, nur gespeicherte Säfte. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als auszugehen, Nikolein. Komm, komm. Aber nach dem Essen kommen wir ja, raus. Gleich nach dem Essen kommen wir zurück. Kommen doch ich habe einen Mordshunger. Meine Tasche! Mensch, Bade. Du bist doch immer da? Leise! Warum? Er hat rasende Kopfschmerzen. Wieso? Ach so, ah ja. Mein armer Schatz, ich hole ein Pulver. Sinnlos, weißt du, es wird wieder besser, wenn ich an die frische Luft komme, komm. Ja, muss an die Luft. Du bist bald wieder zurück. Ja, bald. Sali, miteinander. Also gehen wir jetzt oder bleiben? Wir gehen. Komm, wir gehen. Mal schon eine eiserne Konstitution haben. Sie sollen. Sehen Sie, geht schon wieder los. Hallo? Ein was? Ein Telegramm. Ich notiere.
Herr Bertha, was haben Sie denn? Sagen Sie, Bertha, was haben Sie denn? Wegen Sturm über Atlantik, Ankommen 23 Uhr, Schwächert, Kuss Janet. Badewanne ertrunken? Es ist fast 11 Uhr. Wie sehen Sie denn aus? Sie sehen so... Also ich weiß nicht, wie Sie aussehen. Kann ich vielleicht... Käsefondue. Girl wird gleich hier sein. Bertha, machen Sie bitte einen Kaffee? Ja, für mich auch bitte. Ohne Kaffee überlebe ich dieses Käsefondue nicht. Kaffee? Aber Sie haben doch gesagt, Sie wollen den Kaffee auswärts trinken. Wie bitte? Ja, Sie wollten in einem Garten sitzen, wo man dem Flug der Vögel zusehen kann. Flug der was? Der Vögel. Das sind aber komische Vögel, die in der Nacht fliegen, oder? Ja, ja, die kommen aus Amerika. Ha, der Vogel muss gleich hier sein. Juri, ich weiß hier in der Nähe einen kleinen Park. Ich denke gar nicht daran, jetzt mitten in der Nacht mit Ihnen in einen Park zu gehen. Also, wenn Sie mich fragen, Herrn Robert, können Sie sich im tiefsten Urwald anvertrauen. Danke. Ich habe andere Erfahrungen mit Herrn Robert. Bertha, kochen Sie den Kaffee. Ich werde nachsehen, ob überhaupt noch welcher da ist. Judith, Sie haben mich soeben beleidigt. Ich Sie? Wieso? Sie trauen mir nicht zu, dass ich mich in einem nächtlichen Park wie ein Gentleman benehme. Eigenartig, was Sie unter einem Gentleman verstehen. Versucht ein Gentleman, eine Dame, während eines einzigen Abendessens 9-mal zu küssen? 8-mal. Ich kann nichts dafür, dass... Schweizer Temperament hat mich übermannt. Schweizerdeutsch ist für mich die erotischste Sprache von der Welt. Nein. Würden Sie mir wohl noch einmal ein kleines Wünsche geben, oder? Das unter dem Dach Ihres besten Freundes? Schämen Sie sich? Ja, schäme ich ja. Aber wir sollten trotzdem in den Park gehen. Sie sind ein Wüstling. Aber ich will mich doch nur für die Gastfreundschaft bedanken. Und Sie schwören mir, ich schwöre. Bei Wilhelm Tell. Sie missbrauchen ein Nationalheiligtum. Ich glaube, ich Ihnen kein Wort mehr. Mit Ihnen esse ich nie wieder Käsefondue. Oh. Leider, es ist kein Kaffee mehr. Ach, die ist ja gar nicht mehr. Wo ist sie denn? Hi. Wer ist das? Das Annika. Schon? Hallo, Bertha. Hallo, Bob. How are you? Janet. This is Janet. Schon da? Yes, my darling. Hey, where's my bird? Ist Bernard nicht da? Er musste noch schnell etwas erledigen. Ja, der hat schnell weg müssen. Mhm. Und Sie, Bob, haben Sie sich in die Zwischenzeit gut eingelebt? Ja, danke, es geht. Oh, Jesus, bin ich exhausted von dieser Fugie. Miss Janet. Wo wollen Sie hin? Janet. Miss Janet, wohin wollen Sie? In meine Zimmer, mich entspannen. Bitte, bitte sind Sie so lieb. Entspannen Sie sich dort. Look, unser Zimmer, das von Bernard und mir, ist dieses da. Ja, aber er hat es mir überlassen. Pardon? Ja, er hat gesagt... Ja, das hat er gesagt. Er hat gesagt, die Janet ist in Amerika und du bist mein bester Freund. Nimm dir dieses Zimmer, es ist das Schönste. Hat er gesagt. Ja, und jetzt habe ich mich da häuslich niedergelassen. Fein. Dann lassen Sie sich jetzt woanders häuslich nieder. Ja, das ist leider unmöglich.
Zumindest schwierig. That's crazy. Ich bin jetzt wieder da und bitte Sie, meine Zimmer frei zu machen. Herr Bernhard hat seine Anweisungen gegeben und die kann man nicht einfach umwerfen. Ridiculous. Wer kommandiert in einem Haus, der Mann oder die Frau? Wer? Der Mann. Der Mann. In Amerika kommandiert die Frau und die Mann fügt sich, ohne den Mund zu öffnen. Ohne zu öffnen? Ja, yeah. Er ist viel zu müde dazu, so ist das in Amerika. Ja, bitte, aber wir sind hier in Österreich. Ja, und hier öffnen die Männer den Mund, soweit sie wollen. Ich bin viel zu hungrig, um zu streiten. Ja, ja, es ist gut. Essen Sie was? Mit vollem Magen schaut doch alles ganz anders aus, ne? Ja. Bertha, was haben wir denn im Haus? Schweizer Käse. Oh, marvelous, Sie können gleich hier servieren. Nein, nicht hier, wenn die mit der Schuhe hier, halt die, der Käse tropft auf den Teppich. Auf den schönen Teppich. Okay, werde ich die Käse in die Küche essen. Ja, Kitchen, Kitchen ist machen. In die Küche essen, in Ordnung. So, ich bin soweit. Ich auch. Hier allein zu löschen. Was soll ich denn Bernhard sagen? Was ist ausgegangen? Ich habe ihm versprochen, auf Sie aufzupassen. Sie haben eine komische Methode, auf mich aufzupassen, oder? Nein. Ihre kastanienbraunen Augen funkeln? Nicht kastanienbraun, grün. Betrachten Sie sie doch einmal aus der Nähe. Aus der Nähe, danke, nein. Was ist das? Das gehört mir. Das ist mein kleines Täschchen. Da habe ich alle meine täglichen Kleinigkeiten drin. Haarbürste, Zahnbürste, Wimperndusche. Ja, alles, was ein Mann so braucht. Wenn Sie ein Patriot wären, würden Sie keine ausländische Tasche benutzen. Ja, das kann ja noch kommen. Man weiß ja nie, welche Tasche einem über den Weg läuft. Das sieht Ihnen ähnlich. Judith, Judith, bitte warten Sie. Judith, bitte. Oh. Ist es in Österreich üblich, dass die Männer in die Taschen von den Frauen herumschlüpfen? Wie bitte? Ich habe Sie gefragt, was Sie in meine Tasche suchen. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Sie halten sie in die Hand. Oh! Bitte um Verzeihung. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass ich nie Cash bei mir trage. Ich zahle alles mit Credit Card. Ja, danke, das ist eine gute Idee, das werde ich auch machen. Fein. Kann ich jetzt meine Tasche wieder haben? Oh, ja, ja, natürlich. Entschuldigen Sie. Ich entschuldige. Sie dürfen sogar einen Drink mit mir haben. Ja, den kann ich brauchen. Whisky, bitte. Whisky. Haben Sie schon nachgedacht? Worüber? Über die amerikanische Frau. Ja, Sie haben mich überzeugt. Oh, was, schon? Ja, Sie können Ihr Zimmer behalten. Danke. Da wird Bernhard aber überrascht sein, wenn er mich in unserem Bett findet, nein? Ja, das glaube ich auch, ja. Wissen Sie was, Bob? Jetzt haben Sie sich dort schon hauslich niedergelassen. Sie können die Zimmer behalten, ja? Danke. Wem gehört diese Tasche? Die gehört mir. Ach, Ihnen? Ja. Da meine ganzen persönlichen Kleinigkeiten drinnen. Hairbrush. Toothbrush. Schlepp. Lipstick. Santik. Ich werde Ihnen eine Tasche meiner Fluggesellschaft schenken. Ja, das ist lieb, ja. Weil ich nämlich nicht einsehe, warum Sie für die Schweizer Reklame machen sollten. Sie sind so lieb, sagen Sie, wieso sind Sie so lieb zu mir? Weil Sie mir gefallen. Sie sind ein richtiger Mann.
Ich? Ja. Als ich vorhin in meine Zimmer gehen wollte, haben Sie einfach Nein gesagt. Und da haben Sie gemerkt, dass ich ein Mann bin? Ja. Die amerikanischen Männer sagen niemals Nein. Sie sind gefügig. Aber die europäischen Männer sagen manchmal Nein. Und das ist der Grund, warum ich sie liebe. Unglaublich. Sagen Sie das noch einmal. Was? Unglaublich. Warum? Weil Sie dabei eine so süße Mund machen. Was für ein Mund? Eine süße. Ja, bitte sagen Sie schnell noch einmal. Unglaublich. Unglaublich. Superb. Sie haben wirklich eine sehr verführerische Mund. Haben Sie schon einmal eine Amerikanerin geküsst? Ja, wie soll ich? Ich bin aus Niederkappel. Schade. Die Amerikanerinnen sind sehr interessant in die Liebe. Na, was sagen Sie nun? Ich bin sprachlos. Überrascht Sie meine Technik? Ja, die Technik weniger, mehr das Tempo. Ich will von Ihnen nur ein unparteiisches Urteil hören. Ja, aber ich bin kein Experte. Oh, look. The thing is, Bernard zum Beispiel liebt mich und ich liebe ihn. So, er ist befangen, es fehlt ihm jeder Vergleich. Er küsst ja immer nur mich. Aha, bei uns beiden ist alles neutral. Es gibt keine Hintergedanken und keine Gefühle. Keine. Look, so wir können uns küssen und unsere Technik ausprobieren. Ready? Ready. Set, go! Na, wie war's? Ja, es war besser als das erste Mal. Oh, und die Technik? Die war auch besser. Es hat gegongt. Wow, gegongt! Gegongt? Ist das die amerikanische Technik? Ja, mit einem südamerikanischen Einschlag. Und wie ist die rein nordamerikanische Technik? Oh, passen Sie auf! Oh Gott, was ist das? Gong-Effekt. Herzlich, die Wüstling, was man hier alles zu sehen bekommt. Also leicht hat es ein anständiges Mädchen hier nicht. Gong-Effekt. Oh. Sagen Sie schnell, wie es war. Marvelous. Jetzt hat's noch stärker gegongt. Oh, ich bin so happy, dass es Ihnen gefällt. Aber Sie sind ein wunderbares Testobjekt. Testobjekt? Ja. Dafür haben Sie einen Kuss verdient. Herr Bernhard! Doch so blöd, ich habe meine Schlüssel vergessen. Oh. Bernhard hat mir schon gesagt, dass du da bist. Hi, Baby! Freust du dich, Darling? Wie ein Schneekönig! Was ist? Oui. Oh. Was ist hier los? Bob hat mir Gesellschaft geleistet. Also Aerobic, ja. Erotik. Ist was Neues? Lage unverändert. Keine Verwicklungen in unseren geschäftlichen Angelegenheiten? Bis jetzt noch nicht. Okay. Oh, schön, dass du da bist, Darling. Ich habe mich so gelangweilt ohne dich. So, ich nehme dich gleich mit raus nach Baden. Wieso nach Baden? Keine Abwechslung halten. Oh, Baby, es ist schon so spät und ich freue mich schon so auf unsere neue Zimmer. Unser neues Zimmer? Ja, aber du hast doch Bob unsere Zimmer gegeben, also müssen wir in die Gästezimmer schlafen. Das ist ausgeschlossen. Wieso ist das ausgeschlossen? Ja, du hast doch der Bertha gesagt, dass sie im Gästezimmer schlafen kann, weil in ihrem Zimmer der Hahn tropft. Welcher Hahn? Na, der Wasserhahn, der Ding, Messing. Ach so, der Hahn Messing, ja. Ja, aber irgendwo müssen wir ja schlafen. Ja, da bleibt eigentlich nur noch Berthas Zimmer. Ne? Ja, aber da tropft ja die Wasserhahn. Das macht nichts, ich halte die ganze Nacht den Finger drauf. Gut. Das kann eine aufregende Nacht werden. Brauchen Sie mich noch? Nein, danke, gute Nacht, Sie können schlafen. Oh, Bertha, haben Sie in Ihrem Zimmer schon das Bett für uns überzogen? In meinem Zimmer? Sie wollen doch nicht bei mir schlafen. Ja, aber Sie wollen doch in die Gästezimmer schlafen wegen dem Wasserhahn. Wasserhahn? Ich kenne keinen.
keinen Herrn Wasserhahn. Nein, Bertha, denken Sie doch einmal scharf nach. Sie haben mich doch selbst darum gebeten. Aber Bertha, ich war doch dabei, wie Sie den Bernhard gebeten haben, das Zimmer tauschen zu dürfen. Ich? Ja, erinnern Sie sich nicht? Schön, wenn Sie es wünschen, erinnere ich mich natürlich. Gut, dann machen Sie jetzt das Zimmer. Kommen Sie, Bertha, ich helfe Ihnen. Ich bin völlig durchgedreht, aber leicht hat es ein anständiges Leben in diesem Haus. Wo ist sie? Wer? Ja, die Michi. Mit dir in Baden. Wieso, ich bin doch hier. Nein. Also Blödsinn. Du, ich war im Restaurant mit ihr. Die hat ein Riesentheater gemacht, ist aufgesprungen, davon ich ihr nachgelaufen, weg war sie. Das ist eine schöne Bescherung. Und wem sagst du das? Hm? Wo ist die Judith? Die habe ich ja wegschicken müssen wegen der Janet. Genial. Was machen wir jetzt? Na Moment, wichtig ist nur, dass die Janet verschwindet, bevor die anderen beiden zurückkommen, ja. Ich verstehe es zwar nicht, aber du wirst schon was draus machen. Wieso immer ich? Ich bin überhaupt noch nicht eingearbeitet. Also, Baby, die Zimmer von Bertha ist wirklich entzückend, so anheimlich. Bernhard, die Haustür. Robert, die Haustür. Die Haustür. Hier ist wirklich die Hölle los. Was geht's denn nicht in euer stilles Kämmerlein? Ja, Liebling, das ist so anheimelig. Wo ist er? Wer? Der Bernhard. Na, mit Ihnen im Baden. Dieses Baden! Ich kann nicht mehr. Ich gehe zu meinem Wasserhahn. Bernhard! Ja, so, den habe ich ja auch nicht mehr. So ein Blödsinn. Beim ganzen Essen hat er so komisch herumgeredet, als ob er was zu verbergen hätte. Zu verbergen, der Bernhard? Niki. Beleidigen Sie meinen Freund nicht. Aber ich weiß genau, dass er nichts zu verbergen hat. Ich kenne ihn ja. Aber seine Sturheit geht mir manchmal so auf die Nerven. Und je mehr auf mich einredet, desto schlimmer wird's. Das ist halt so meine Art. Ja, das ist halt so mein Zimmer. Ach ja, ich bin schon ganz durcheinander. Wissen Sie, Robert, statt mir ständig zu widersprechen, sollte er mich endlich heiraten. Na ja, ich finde auch. Ja, das Beste hier. Danke, Robert. Sie sind ein echter Freund. Oh. Wie kommt denn die Tasche hier her? Die gehört mir. Ihnen? Ja, ich habe da meine ganzen Kleinigkeiten drin. Alles so. Täschchen, Schuhe. Dann habe ich Haarbürste. Zahnbürste, Lippenstift. Bei einem Mann sieht das aber komisch aus. Ach, das ist ein Tick. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht, lieber Robert. Gute Nacht, liebe Nicht. Oh. Denke nicht daran, fahre nicht nach Baden. Ich gehe jetzt baden. Finden Sie nicht auf, Bob? Oh, siehst du, das ist genau meine Meinung. Mein Gott, ist das schön. Endlich 10 Minuten Ruhe. Ja, ja. Was glaubst du? Die Nick ist da. Wo? Da drin. Oh Gott. Also ich fühle mich, wie wenn ich auf einem Zeitzünder sitzen würde. Jeden Augenblick kann die Bombe losgehen. Da bist du ja. Die Bombe. Du hast mich aber ganz schön sitzen gelassen. Wieso ich? Du bist mir doch davon gelaufen. Ja, aber ich bin ins Lokal zurückgekommen und du warst nicht Schatz, mehr da. Schatz, du hast mir doch das Riesentheater gemacht wegen Baden. Dieses ewige Baden. Ja, Nikolai, komm. Wir haben eine hübsche Wohnung und gehen aufs Land, um zu übernachten. Oh. Gerade als ob du mich verstecken wolltest. Das ist doch abstrus, du bist doch verlobt mit mir. Noch genau 2 Minuten, Schatz. Verlobt in aller Ewigkeit, wenn ich geliebt bin, ich deshalb bist du mich versteckt. Echte Liebe verbirgt sich nicht und wenn du nichts dagegen hast, dann nehme ich jetzt ein Bad. Nein! Kein Bad! Warum? Weil der Robert will baden. Dann wird er eben später baden. Denk nicht dran! Ich habe gesagt, ich denke nicht dran, ich will sofort baden. Ja, will sofort, weil unser Gast hat den Vortritt, ne? Ach
Bürgermeister einen sehr sympathischen Freund. Es war mir ein Vergnügen, Sie kennengelernt zu haben. Bitte, bitte, versteh doch, Niki, Niki. Versteh doch! Na, wie habe ich das gemacht? Du hast gemacht, dass ich schwitze Blut. Bob, Darling, die Bad ist frei. Ich fühle mich wunderbar, Darling, und du? Ich habe mich irgendwann nicht so wohl gefühlt. Komm, Bart, sonst schlafe ich ein. Good night, Bob. Night. Also diese Amerikanerinnen. Wow. Du bist ein richtiger Spezialist. Also ich denke dir ja persönlich mehr zur Schweizerin. Sag einmal, welche gefällt dir eigentlich am besten? Also im Augenblick habe ich ganz andere Sorgen. Aber wie du es wissen willst, die Niki. Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Du! Die kann übrigens jetzt baden, der Weg ist frei. Wieso? Was? Ja, du, ich fange an, mich an das Gehen und Kommen hier zu gewöhnen. Ich fange an, völlig schwindlig zu werden. Bitte hol jetzt endlich die Niki, die hält mich sonst für einen Pflegel. Ja, gut. Na, hol du sie, ich schaue im Bad nach, ob er nichts herumliegt, ja? Wer ist da? Böse Wolf. Was wollen Sie? Bad ist frei. Ich mag nicht mehr baden. Bitte verzeihen Sie mir, Niki. Alles in bester Ordnung. Robert, deine Haube. Sie sind aber kein Kavalier. Ja, aber Nikolai, weißt du, er wollte dich nur auf die Probe stellen, ob du auch eine wirklich gutmütige und geduldige Hausfrau bist. Ne? Ja, ein Testchen, ne? Bitte verzeihen doch, Niki. Hm? Na gut, ich bin großmütig. Danke. Darf ich mich auch bedanken? Danke, das genügt. Danke, das genügt. Du siehst hinreißend. Also ich finde, er soll jetzt unbedingt heiraten. Er hat recht, Murzel. Du bist der geborene Ehemann. Du magst keine Komplikationen. Du liebst klare Verhältnisse. Du bist häuslich. Du hast keine Abenteuer. Du machst keine Seitensprünge. Du bist der seltene Typ eines monogamen Mannes. Du, die kennt dich. Du halt dich da raus. Du brauchst dich doch nicht zu schämen, Murzel. Ich weiß, Männer sind stolz drauf, polygam zu sein. Aber für eine Frau gibt es nichts Schöneres als ein Mann, der ihr allein gehört. Niki und Murzel. Also wann? Was wann? Wann heiraten wir? Schatz, bald, bald, sobald das... Na, zwei Stunden noch, dann ist er reif. Wenn wir verheiratet sind, wird alles ganz anders. Du wirst schon sehen. Noch so ein Tag und ich drehe vollkommen durch das. Was? Dilettant! Schon? Ich stehe. Und wegen Dilettant. Schätzchen, du, ich habe solche Sehnsucht nach dir gehabt. Einen Moment, ich muss erst mit dir sprechen. Ja, später, wenn wir allein sind. Rühr mich nicht ab. Bernie, es geht um meine Ehre. Deine Ehre? Wieso? Judith? Mischen Sie sich nicht ein. Sie sind an allem schuld. Seinetwegen habe ich meine Ehre verloren. Seinetwegen? Ja, ich muss es dir gestehen. Dein Freund gefällt mir. Das ist ja großartig. Mir gefällt er auch. Aber mir gefällt er ganz anders als dir. Jo. Bernhard. Ja. Ich habe ihn geküsst. Also hast du ihn geküsst? Du hast ihn geküsst? Hast du es mitgeküsst? Wir haben einander geküsst. Ach, du hast sie geküsst? Aber das ist noch nicht das Ärgste. Nicht das Ärgste? Ich glaube, ich liebe ihn, oder? Sie glaubt, sie liebt ihn. Mich? Verzeih, Bernie, ich kann nicht mehr deine süße Schweizer Braut sein. Also, es kommt alles ein bisschen plötzlich. Du hast ja vielleicht ein Tempo. Ja, ich kann nichts dafür. Ich bin unschuldig. Das Schweizer Temperament hat mich übermannt. Wirklich? Ich bin machtlos. Also, diesen Fall will ich euch nicht mehr im Weg stehen. Danke! Danke! Danke. Ja.
das ist... Und ich halte es nicht mehr aus, sagst du mir. Das ist die Judith, meine Verlobte. Sie ist Stewardess bei der Swissair. Herzlichen Glückwunsch, Robert. Wir sind übrigens Kolleginnen. Wie meinen Sie das? Ja, ich bin Air-Hostess bei der Auer. Nein, so ein Zufall. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Sie sind auf Zwischenlandung hier? Ja. Sie auch? Ja. Aber sagen Sie, wie kommen Sie eigentlich her mitten in der Nacht? Das ist kompliziert. Nein, das ist ganz einfach. Ich bin mit ihr verlobt und da hat sie mich einfach besucht. Ja, groß und ganz stimmt das schon. Nein, du, die Liebe geht seltsame Wege. Aber ich möchte doch wissen, was das Ganze ist ganz anders. Herr Beck, und die Damen kennen einander? Ja, wie Sie sehen, ja. Bitte darf ich Ihnen vorstellen, Bertha, das ist die Judith, das ist die Verlobte meines guten alten Freundes Robert. Fräulein Judith? Ja, und? Die Verlobte von Herrn Robert? Ja, und das ist die Niki. Herr Bernhard, ich kündige. Ich bin sehr, sehr müde, Mutz. Ja, schaut sie leid. Du, geh vor, ich komm gleich nachher. Ja, gute Nacht. Gute Nacht. Kommst du auch noch deiner kleinen Braut gute Nacht sagen, Röpi? Natürlich. Gleich. Ja, was sagst du? Wir haben uns doch ganz gut herausgewurstelt. Ja, also, wir, du hast dich herausgewurstelt, und zwar auf meinem Buckel. Was ist denn schon wieder? Meinen Lohn. Was jetzt, mitten in der Nacht? Sagen Sie, Bertha, was haben Sie da für eine Tasche? Die hat eine der Bräute von Herrn Bernhard hier zurückgelassen. Sagen Sie, Sie können doch jetzt nicht mitten in der Nacht weggehen, Bertha. Doch, Herr Bernhard, ich kann. Und zwar sofort. Bitte haben Sie Mitleid mit ihm und gehen Sie wieder auf Ihr Zimmer. Zimmer ist gut. Ich schlafe auf dem Küchentisch. Na. Und gehen Sie wieder auf den Küchentisch. Nein, bedauere, meine Nerven halten den Betrieb hier nicht mehr aus. Aber zum Teufel, Bertha, Sie sind doch diesen Betrieb seit Jahren gewöhnt. Nein, was haben Sie denn? Ich hatte mich gerade niedergelegt auf den Küchentisch. Ja, und dann? Und dann? Ich kann es nicht sagen. Ja, aber mir können Sie es doch sagen. Hm? Gerade Ihnen kann ich es nicht sagen. Dann können Sie es gerade ihm nicht sagen. Er war ja hineinverwickelt. Hineinverwickelt in was? In den Traum. Also jetzt heraus damit, Bertha, bitte. Er hat mich geküsst. Wer? Er. Und so schrecklich lange. Naja, ich kann ja verstehen, dass das ein Albtraum ist, aber Bertha, bitte, bitte bleiben Sie trotzdem. Ich gebe Ihnen mehr Lohn, ja? Wie viel? 20%. Das ist zu wenig. Für einen Haushalt mit drei Verlobten ist das zu wenig. Aber wieso drei? Er nimmt mir doch eine ab. Ach ja. Aber dann sind es ja immer noch zwei. Also gut, 25, ja? Sweetie. Ja, dann 30. Also gut, okay. Oh, mit Janet, für Sie ist ein Brief gekommen. Hier. Oh, ein Brief für mich? Bitte, Bertha, sind Sie doch so lieb und gehen Sie wieder zurück auf Ihren Küchentisch, ja? Darling, was gibt's denn? Berna, ich kann endlich heiraten. Oh Gott. Darling, weißt du, ich bin noch gar nicht so vorbereitet. Oh, aber Baby, doch nicht dich. Oh, ich reise sofort ab. Ist was passiert? Nein. Look, ich habe vor einem Jahr auf dem Flug von New York nach Mexiko einen Millionär kennengelernt. Die musste sich aber erst von der vierten Frau scheiden lassen, um mich heiraten zu können. Jetzt ist es soweit, er erwartet mich. Oh, ich mich aber beeilen. Augenblick. Moment, willst du damit sagen, dass du die ganze Zeit über mit zwei Männern gehabt hast? Nein. Frank, ich habe noch eine Box in Los Angeles. Die muss ich jetzt auch aufgeben, nein? Sorry, darling. Ich finde das gar nicht komisch. Ich finde das direkt unmoralisch.
Die Grundpfeiler der Familie stürzen ein. Wenn ich richtig verstanden habe, dann hat Herr Bernhard jetzt nur noch eine Verlobte. So eine. Ach so, ja, ja. Die Niki bleibt mir ja noch, ja. Dann bleibe ich auch. Danke. Mit einer Verlobten und einer 30-prozentigen Gehaltserhöhung ist das Leben für ein anständiges Mädchen vielleicht doch noch erträglich. Ja, wenn das so weitergeht, dann bleibt ja wirklich nur noch die Bertha. Ja, Schatzi? Du wolltest mir doch gute Nacht sagen. Ja, ja, ich komm gleich, komm gleich. Komm gleich. Ganz bald. Er kommt. Gleich. Huh, die 13. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wen ich nehmen soll, die Niki oder die Judith. Sag mal, bist du total verrückt geworden? Die Niki, die gehört immerhin noch mir. Kätzeli, Kunsch, ich habe so schandbar gelust auf dich. Komm schon. Wir haben doch nur mehr 3 Tage für unsere Flitterwoche. Fliege schon Mittwoch um 8 Uhr. Ja, ja, Hongkong. Was? Also, Mittwoch um 8 Uhr. In einer Minute bin ich bei dir. Gratuliere. Danke. Meine Herren? Oh, sei nicht traurig, Darling. Ich schreibe dir jedes Jahr eine Christmas-Card. Ihnen auch, Bob? Vielen Dank. Ah, ja, Scheiße. Hey, Janet, hallo. Janet! Thank you very much. My pleasure. Er küsst wunderbar. Du warst auch nicht schlecht, Darling. Bye-bye, Boris! Mein Beileid. Idiot. Es muss doch furchtbar sein, wenn einem so die Frauen davonfliegen, so eine nach der anderen. Hm? Die Erde hat mich wieder. Ich glaube, ich bleibe jetzt bei der Niki. Die bei der Judith. Gute Nacht, Robert. Gute Nacht. Du gehst ja wie sehr. Ach so, ich fliege Aua. Ja. Wurzel! Das ist ein Blechtrottel. Das sagen alle, die mit ihm nicht umgehen können. Was wollen Sie wissen? Naja, wenn ich jetzt mit der Judith und dann... Sie, fatales Mannsbild. Sie wollen wohl in die Fußstapfen Ihres Freundes treten. Also... Wenn Sie es mit der Swissair haben, da passen die Auer, die KLM, die Lot und die Malév. Das sind die Polen und die Ungarn. Gibt's nichts Exotisches? Ich glaube, da ist in Wien nicht sehr viel los. Da ist es besser, wenn Sie nach Frankfurt übersiedeln. Ach, da haben wir es. Da kommt die türkische Luftlinie in Frage, die Royal Air Maroc und die Alia. Alia? Das ist die jordanische Fluglinie. Sagen Sie... Sie kennen sich ja da besser aus wie der Bernhard. Was glauben Sie, wie ich meine Flugkapitäne auseinanderhalte?